Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Heute ist unsere letzte Einheit, unser letzter Teil von Jesus liebt dich immer. Das waren jetzt 50 Videos, ja, 2 Stück in der Woche, also ganze Zeit lang haben wir uns über diese Dinge unterhalten und ich hoffe, dass es euch gesegnet hat, dass ihr ja Freude gefunden habt, selbst in das Wort Gottes zu schauen, euch nicht einfach nur permanent Predigten anzuhören, ja, anzuhören, was sagen andere zu dem Thema, sondern wirklich zu gucken, was sagt denn Gott dazu und euch vom Heiligen Geist lehren zu lassen. Also alles das, was ich mache, soll euch dazu ermutigen, selber das, ja, Wort Gottes in die Hand zu nehmen, selbst zum Vater zu beten und ja, immer mehr Weisheit, Wahrheit, Erkenntnis zu bekommen, Einsicht, Veränderung von innen heraus. Also heute ist die letzte Einheit. Wie bekommt man den Segen und was muss man dafür tun? Ja, ich würde gerne, nein, ich habe heute irgendwie nicht im Herzen, das alles vorzulesen, was ich da geschrieben habe, denn letztendlich habe ich all das, was ich jetzt gerade hier in der letzten Einheit geschrieben habe, schon in allen anderen Videos gesagt, dass auf den Menschen der Fluch lag. Ich habe eher heute so im Herzen da frei zu euch zu sprechen zum Abschluss und euch auf ein Bild hinzuweisen. Ich habe in dem Arbeitsbuch so ein Foto oder ein Bild gemacht und zwar Segen. Ja, der vollkommene Segen, den hat Gott für uns bereitgestellt. Und dann kommt es darauf an, wie viel Segen habe ich jetzt in meinem Leben? Ja, habe ich 40, 60, 80% Segen? Oder mit anderen Worten, wie Jesus sagte, ja, manche werden Frucht bringen, ja, manche 30-fach, 60-fach, 100-fach. Also es ist ja unterschiedlich, wie viel Segen ein Mensch in seinem Leben hat. Ich hoffe, dass wir uns einig sind, dass, also nach dieser ganzen Reihe von Videos, dass wir uns einig sind, dass Gott mit Jesus uns allen Segen bereitgestellt hat, dass er uns freigekauft hat aus dem Fluch, unter dem wir standen. Wisst ihr, wenn wir zurückgehen in den Garten Eden und uns einfach mal anschauen, wie Adam und Eva gelebt haben, dann sehen wir, dass sie alles hatten, es war alles da, Gott hat alles bereitet, Gott hat zuvor alles bereitet, bevor er den Menschen geschaffen hat. Also er hat jetzt nicht den Menschen in den Garten Eden gesetzt und dann angefangen, alles drumherum zu bauen, sondern er hat zuerst alles geschaffen und dann den Menschen, ja, hineingesetzt, ja, so als, ja, als letzten Teil. Es war einfach zuvor alles bereitet worden. Und genauso ist es jetzt. Es ist zuvor alles bereitet worden. Gott hat alles bereits zur Verfügung gestellt. Das Einzige, woran die Menschen sich halten sollten, war an eine einzige Sache, dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis essen, sondern nur von dem Baum des Lebens und von allen anderen Früchten, aber nicht vom Baum der Erkenntnis. Gott sagte, denn dem Tag, wo ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und ja, ihr werdet sterben. Ja. Sie haben sich nicht daran gehalten. Das heißt, in dem Moment, wo sie das getan haben, ja, sind sie gestorben. Ja, ihnen sind die Augen aufgegangen und damit nahm das ganze Drama seinen Lauf. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, wenn ihr wirklich die Bibel studiert und das Neue Testament lest, in Bezug auf diese ganze Gnade und so weiter und den Segen, den Gott bereitgestellt hat, aber auch der Gehorsam, wie das alles so zusammenhängt, dann werdet ihr ja erkennen, dass wir als Neugeborene, jetzt im Geist Neugeborene, eine neue Schöpfung geworden sind. Das heißt, wir sind, es ist nochmal um ein Vielfaches besser geworden als das, was Adam und Eva bekommen haben. Und immer wieder probieren Christen, das anderen Christen auszureden. Und ich war selber ja davon betroffen, dass ich immer wieder hin und her gerissen war. Ja, was stimmt denn jetzt nun? Was stimmt denn jetzt nun? Und was ich gemerkt habe, ist, dass es mir immer schlechter ging oder ich unruhiger wurde und ich irgendwie dachte, das stimmt was nicht, wenn ich plötzlich wieder mich mit Gesetzlichkeit beschäftigt habe. Dann habe ich zum Herrn gebetet und er hat mich immer wieder zurückgeholt zu der Gnade.
Und letztens sagte oder hat sich eine Schwester bei mir gemeldet und hat mir was erzählt, hat mir einen Beitrag weitergeleitet. Ich habe den auch dann sofort ausgemacht. Ich habe gesagt, sei mir nicht böse, nach 3 Minuten, ich höre mir das jetzt hier nicht mehr weiter an. Da hat also jemand wirklich gesagt, ja, sie wäre dieser Gnadenlehre gefolgt und alles toll und alles super und sie wäre dann kräftig auf die Schnauze gefallen. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob wir vollkommen hingegeben sind und in der Gnade wandeln oder ob wir die Gnade nehmen, um unsere selbstsüchtigen Wünsche zu befriedigen. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied, denn das eine ist, wir wollen Gottes Gnade benutzen, um, ich sag jetzt mal, ein noch tolleres Leben in der Welt zu haben. Das andere ist, ich bin komplett hingegeben, ich habe mein Leben übergeben, ich lebe für das Reich Gottes und Gott stellt mir hier auf der Erde alles zur Verfügung, weil er gerne möchte, dass es mir hier gut geht. Er weiß ja genau, wie es in dieser Welt zugeht. Und wir sind jetzt das Salz und das Licht der Erde. Wir sind die neugeborenen Christen, die in diesen Zeiten Menschen Hoffnung geben sollen, die Menschen das Wort Gottes nahebringen können. Ja, wenn Menschen sagen, Mensch, warum bist du jetzt in dieser Zeit so ruhig? Können wir sagen, weil wir Jesus haben, weil wir jetzt ein Leben an der Seite mit unserem großen Gott leben und er sich um all diese Dinge kümmert, die mich beschäftigen. Ich kann ihm meine Sorgen übergeben, ich kann mit ihm reden, er zeigt mir einen Weg, auf dem ich gehen kann, auf dem seine Versorgung liegt und so weiter. Ja, das heißt, er weiß ja, dass wir hier in dieser Welt leben. Und ich habe selbst immer mal wieder mich dabei ertappt, wie ich mir habe von Geschwistern einreden lassen, na ja, gut, dann stimmt das ja vielleicht doch nicht. Und in den Momenten schien irgendwie es schief zu laufen in meinem Leben. Und dann habe ich wirklich beschlossen, mich von vielen Dingen zu verabschieden, mich von einigen Dingen wirklich zu trennen, insbesondere von Namenschristen, von heuchlerischen Christen, von Christen, die in der Werksgerechtigkeit leben, von Christen, die permanent mir sagen, dass die Gnade falsch ist und all diese Dinge und habe gesagt, Moment mal, ja, das Allerwichtigste für Gott ist, dass ich gerettet bin, ja. Er will nicht, dass ich zu Fall komme. Und wenn ich jetzt diesen Dienst sein lassen würde, wenn ich sagen würde, Vater, ich schaffe das alles nicht mehr, ja, dann würde er mich trotzdem lieben, ja. Er würde aber dann jemand anderen holen. Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht Gottes erste Wahl bin für diesen Dienst. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vor mir bereits schon andere gab, die Gott für diese Arbeit, die ich jetzt mache, ausgesucht hat, die aber nicht in die Pötte gekommen sind, nicht gehorsam waren, sich nicht wirklich für seinen Willen interessiert haben und so weiter. Und er dann gesagt hat, okay, dann suche ich jemand anderen. Ja, mit anderen Worten, ich werde quasi im ewigen Leben, ja, hierfür etwas erben, ja, ich werde hierfür einen Lohn bekommen. Und wenn ich mich jetzt dafür entscheiden würde, ich mache das alles nicht mehr, dann würde Gott mich trotzdem genauso lieben, ja, denn er möchte gerne, dass ich mit ihm gemeinsam lebe. Und ich wäre trotzdem gerettet, ja. Also, wisst ihr, ich habe die ganze Zeit eine Stelle im Herzen. Ich muss jetzt gerade gucken, in welchem Evangelium sie steht, weil ich jetzt halt auswendig die Stelle nicht weiß. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ja, also ich habe jetzt gerade die Stelle herausgesucht, weil ich die Parallelstelle des Alten Testamentes euch mit vorlesen wollte. Und zwar, als Jesus im Tempel oder in der Synagoge war und hat gelehrt, hat er gesagt in Lukas 4 ab dem Vers 16 oder beziehungsweise ab dem Vers 17, ich lese ab dem Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei
und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es im Jesaja 61 steht. Und der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Jahr auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Ja? Und zwar, das Interessante ist, dass Jesus, als er da gesprochen hat, vom Gnadenjahr des Herrn gesprochen hat. Also er hat gesagt, ich bin jetzt hier, um das Gnadenjahr auszurufen, um die Gnade auszurufen. Und das, was hier im zweiten Teil steht, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird, darüber hat er in der Synagoge nicht gesprochen. Ja, mit anderen Worten, es passt alles in diesen ganzen roten Faden. Wenn die Christen entrückt worden sind und es geht dann wirklich in die wirklich schlimme Zeit, also wenn du oder wenn andere Christen meinen, dass es im Moment jetzt schon so schlimm wäre, na ja, ich glaube, dass es noch schlimmer wird, ja, aber wir haben ja den Herrn, wir gehören zum Reich Gottes und ich glaube, dass wir das auch verkünden sollen, ja. Aber wenn wir uns diesen roten Faden anschauen, dann sehen wir, dass es dann die Entrückung geben wird. Es wird irgendwann ganz schlimm werden und irgendwann wird Jesus wiederkommen und dann wird abgerechnet, ja. Dann kommt das Gericht. Und diesen Teil hat Jesus hier nicht zitiert, ja, sondern er hat zitiert, ich bin hier, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, ja. Also es geht darum, dass Menschen umkehren. Es ist im Moment wirklich, geht es darum, dass Menschen umkehren. Und diejenigen, die neu geboren werden, die gerettet sind, denen hat Gott alles zur Verfügung gestellt, was sie brauchen, ja. Der Geist Gottes lebt uns, wir sind Christus gleichgestellt, Christus lebt in uns, all diese Dinge. Und wenn wir neu geboren sind, dann wollen wir lernen, mit Christus zu leben. Das ist nicht von heute auf morgen alles da. Warum? Weil unser Fleisch, unsere Gedanken, unsere Sinne, unsere alten Prägungen, das, was wir halt einfach unter Umständen Jahrzehnte gelebt haben, ist immer noch irgendwie präsent. Und es wird aber inwendig, ja von innen heraus, werden wir erneuert und werden dann immer Jesus ähnlicher letztlich, weil Jesus ja in uns lebt. So, was hat es mit Segen zu tun? Fragt euch wirklich allen Ernstes, wenn Jesus den Vater um etwas gebeten hätte, hätte er es ihm versagt? Nein, hätte er nicht. Ja, hätte er einfach nicht. Es ist immer wieder beim Segen die Frage, ist das, was du gerne hättest, ist es im Einklang mit Gottes Willen für dich? Also frage dich, wenn du gerne irgendwas hättest, nicht, kann ich mir das leisten und so weiter, sondern frag dich, Gott, Vater, willst du, dass ich das habe? Ja, weil Jesus sagt, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist einfach gut für uns. Alles ist erlaubt, aber nichts soll uns beherrschen. Das heißt, Gott wird dir, wenn du unter Umständen an irgendeiner Stelle im Glauben noch schwach bist, dir etwas, ich sage jetzt mal in Klammer, noch nicht geben, weil es dich beherrschen würde, weil es einfach nicht gut für dich wäre. Also vertraue auch auf Gottes Zeitplan, dass er genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, dir die Dinge zur Verfügung zu stellen. Denn es steht auch, er wird uns erhöhen zur rechten Zeit. Er wird es zur richtigen Zeit, wird er dir die Dinge geben. Aber bis dahin solltest du im Glauben und im Vertrauen festhalten, es bereits schon empfangen zu haben. Wisse, nur alle guten Gaben kommen von Gott. Ja, von Gott kommt nichts Schlechtes. So. Ich habe noch so im Herzen eine Sache dazu, und zwar, ich habe viel, viel, viel darüber gebetet, kann vom Teufel was Gutes kommen, ja? Kann der Teufel mir Segen schenken? Und
der Herr, und du kannst es gerne nachprüfen, ja, lies die Bibel in diesen Punkten, ja, lass dich vom Heiligen Geist lehren, lass dir die Dinge zeigen. Und mich hat er zu dieser Stelle geleitet, als Jesus in die Wüste geführt wurde und der Teufel zu ihm gesagt hat, schau, das alles hier kann ich dir schenken, wenn du dich vor mir niederkniest und mich anbetest. Jesus antwortete ihm, ja, nur vor einem sollen wir niederknien. Und der Herr hat mir etwas offenbart, ja. Und zwar hat er mir gezeigt, guck, zu welchem Zeitpunkt war das? Diese Stelle ist eine Stelle, die quasi ja noch den Zeitpunkt betrifft, bevor Jesus als Fluch ans Kreuz ging. Ja, also es ist ja erst am Kreuz dieser Tausch vollbracht worden. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Jesus in der Wüste war, hatte der Teufel noch alle Macht. Ihm gehörte hier noch alles. Er hatte die Macht, den Menschen diese Dinge zu geben. Und Jesus hat sich die Schlüssel zurückgeholt. Er hat wieder alles an sich genommen, zu sich genommen. Und das war so eine Stelle, die hat mir gezeigt, wenn ich Gott um etwas bitte und wirklich auch im Frieden darüber bin, dass er es mir nicht gibt, wenn es nicht sein Wille ist, dass alles, was Gott mir gibt, einfach durch und durch gut ist und dass ich keine Angst haben muss, dass Gott mir einen Skorpion gibt, wenn ich um einen Fisch bitte. Ja? Also Gott wird mir nichts Schlechtes geben, wenn ich um etwas Gutes bitte. Vorausgesetzt, ich bin vollkommen hingegeben. Ja, ich bin sein Kind geworden. Solange wir noch Kinder des Teufels sind, zählt es nicht, was ich hier sage. Und genau das nehmen aber viele Lehren, dass sie diese Segnungen übertragen auf Kinder oder auf Menschen, die noch keine Kinder Gottes geworden sind. Ich glaube, dass auch Gott dort Segen gibt, weil er sagt ja auch, er lässt die Sonne scheinen über alle. Und ich glaube auch, wenn jemand aus tiefstem Herzen glaubt, dass er wirklich von Gott empfängt, auch wenn er vielleicht noch unwissend ist, dass Gott ihn segnen wird, ja, dass er ihm die Dinge geben wird. Aber du solltest keine Angst vor Segen haben. Ja, ich selbst, und ich sag euch, da bin ich in vielen Dingen auch noch nicht durch. Ja, ich selbst habe an vielen Stellen echt Respekt vor Segen. Ja, ich will nicht sagen, dass ich Angst habe, aber ich fühle mich auch noch nicht wirklich wohl damit. Ja, warum? Weil ich Jesus nicht verlieren will, weil ich einfach so eine Ehrfurcht habe und weil er das Einzige ist, was ich will. Und ich alle, also ich will nichts haben, was mich von Jesus trennt, ja. Und da sind wir wieder bei der Gnade. Es sind falsche Gedanken und es sind Lügen. Denn Gott selber sagt, diejenigen, die zu ihm gekommen sind, er wird sie nicht mehr loslassen, ja. Ich kann mich von Gott abwenden. Ich kann jetzt plötzlich anfangen zu sündigen und all diese Dinge, aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass ich das tun werde, weil der Geist Gottes Besitz von mir ergriffen hat und weil ich an dem Geist Gottes Gefallen finde. Und ich habe den Eindruck, der Vater sagt mir, hab keine Angst, ja. Deine Haltung ist die richtige. Und weil du diese Haltung hast, kannst du davon ausgehen, dass du meine Fahnen, die ich schwingen werde, dass du die sehen wirst und du wirst nicht verloren gehen. Also hab keine Angst davor. Und ich glaube, dass je nach, ich will es jetzt mal nennen, Persönlichkeitstyp, ja, also je nachdem, wie du gestrickt bist, ja, oder gestrickt warst als Mensch, deine Gedanken und Sinne dich davon fernhalten, ja, von einem Segen, den Gott für dich vorgesehen hat. Aber du hast einfach solche Angst davor, diesen Segen in dein Leben zu lassen. Ja, dann geht's dir da ähnlich wie mir. Dann gibt es noch Christen, ich will sie mal Namenschristen nennen, ich will sie mal Christen nennen, die sich selbst verherrlichen, ja, die sich selbst rechtfertigen.
Und es sind solche Christen, von denen können wir auch im Neuen Testament lesen. Paulus spricht über sie. Ich kann mal ein bisschen das Licht wecken. Paulus spricht über sie, die sich für besonders heilig halten, weil sie einen, wie soll ich sagen, weil sie sich Dinge, oder ich sag mal so, ja, da wohnt jemand halt in einem Zimmer auf 20 Quadratmeter und er kann sich wunderbar zusammennehmen und ist zufrieden mit dem, was er hat. Und er hält das jetzt für besonders heilig, ja. Also wir sehen das bei Mönchen und bei Nonnen. Also wenn jemand aus eigenem Antrieb heraus das gut findet. Ich weiß im Moment jetzt gerade nicht, welche Stelle es ist, aber ich guck mal schnell nach und dann mache ich das Video wieder an. Ja, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Also wenn ihr die Stelle findet, wo es um falsche Frömmigkeit geht, wo es darum geht, dass welche sich bestimmten Dingen entsagen, um damit irgendwie vor Gott gut darzustellen. Und es steht geschrieben, dass das letztlich nur dazu dient, ja, sich selbst irgendwie gut zu fühlen. Dann dürft ihr mir die gerne per E-Mail schreiben und dann setze ich sie noch unter das Video. Oder wenn ich sie habe, ergänze ich das. Aber als ich geschaut habe, hat der Herr mir dazu noch 1. Timotheus 4 gegeben, wo zum Beispiel heißt, wo es heißt, der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Sie werden sich Leuten anschließen, diese mit ihren Eingebungen in die Irre führen und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Diese Leute sind scheinheilige Lügner. Ihre Schande ist ihrem Gewissen eingebrannt. Sie lehren, dass man nicht heiraten darf und verbieten, bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat doch Gott diese Speisen geschaffen, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dank verzehrt werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir brauchen nichts davon abzulehnen, sondern dürfen es alles gebrauchen, wenn wir es nur mit Dank aus der Hand Gottes empfangen. Denn durch das Wort Gottes und durch unser Dankgebet wird es rein und heilig. Wenn du dies den Brüdern und Schwestern klar machst, bist du ein guter Diener von Jesus Christus. Du bewährst dich dann als einer, der sich vom überlieferten Glauben nährt, von der wahren Lehre, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Die gottlosen und kindischen Spekulationen über die Anfänge der Welt dagegen musst du ablehnen. Übe dich vielmehr darin, den Willen Gottes zu tun. Sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Aber sich im Gehorsam gegen Gott zu üben, ist für alles gut, denn es bringt Gottes Segen für dieses und für das zukünftige Leben. Dies ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Auf dieses Ziel hin müssen wir uns ja, auf dieses Ziel hin mühen wir uns ja und setzen unsere Kräfte ein, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Er ist der Retter aller Menschen und besonders derer, die zum Glauben gekommen sind. Das sollst du allen gut einschärfen. Also vielleicht machst du dich selbst mal im Wort Gottes auf die Suche nach Segen und dann wirst du erkennen, dass Jesus uns gesagt hat, Segen kommt, wenn wir glauben und vertrauen und wenn wir nicht schwanken. Und ich habe an anderer Stelle mal von jemandem gehört oder gelesen, das fand ich sehr gut. Gott reagiert nicht auf unsere Bedürfnisse, sondern auf unseren Glauben. Ja, also Gott sagt nicht, ach, der Person geht es schlecht und deswegen segne ich sie jetzt, sondern Gott sagt, ich habe alles zur Verfügung gestellt und wenn jemand das im Glauben und Vertrauen ergreift, dann lasse ich es in sein Leben. Aber wir dürfen nicht hin und her gerissen sein. Ja, es braucht wirklich diesen reinen Glauben, frei von Zweifeln. Und leider gibt es einfach sehr, sehr viele, die gerade Christen, die neu geboren sind. Und ich weiß ja, wie es bei mir war 2018. Ja, man läuft dann los und plötzlich gibt es da einfach so viel und man hört dieses an und man hört jenes an. Und dann kann einfach passieren, dass man plötzlich anfängt zu zweifeln an den Dingen. Ja, wenn dann nämlich, wisst ihr, das eine ist, wenn Menschen aus der Welt dir sagen, ach, halt da dran nicht fest, das ist ja alles Quatsch, ja. Hör nicht auf den Rat der Gottlosen, das kriegt man dann ja vielleicht hin. Aber wenn dann Geschwister anfangen, einem Zweifel einzureden und man steht nicht fest gegründet auf dem Wort,
und kennt Gott nicht und hat einfach nur so ein paar Verheißungen im Kopf, aber man ist einfach nicht wirklich verbunden mit alledem, dann kann der Teufel da einfach reingrätschen, ja. Und er kann das immer auch tun über Menschen, die schon im Glauben stehen, ja. Weil wenn diese Menschen gerade nicht im Geist sind, sondern im Fleisch wandeln, geben sie dir vielleicht Tipps und Ratschläge, die kontraproduktiv sind. Du musst für dich in eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfergott kommen. Ja, das ist einfach so wichtig. Und dabei möchte ich dir gerne helfen, indem ich dir immer wieder ein paar Dinge gebe, wo es sich vielleicht lohnt, mal die eigenen Gedanken zu hinterfragen und es zu prüfen. Vor allen Dingen den Römerbrief kann ich dir da ans Herz legen, ja, das meiste Werk von Paulus, wo es wirklich um die Gnade geht und die Segnungen und Gedanken- und Sinneserneuerung, ja, wenn es ein Problem in deinem Leben gibt. Guck, so hat es Jesus getan, ja, Jesus hat sich der Probleme der Menschen angenommen und er hat ihnen gesagt, was Gott dazu sagt. Das heißt, wenn du ein Problem in deinem Leben hast, dann gibt es für dieses Problem im Wort Gottes eine Lösung. Gott hat dafür eine Verheißung. Da musst du diese Verheißung im Wort Gottes finden. Und vielleicht musst du dich mal einen Tag, zwei, drei irgendwo einschließen oder mal Social Media ausschalten und dich mal wirklich ganz intensiv zu einem Thema mit Gottes Wort beschäftigen. Also ich habe das in wichtigen Bereichen, wo ich wusste, da bin ich im Glauben schwach, habe ich das getan. Ich habe mich hingesetzt, ich habe Google durchsucht, nicht um Meinungen zu finden, theologische Ansichten oder Kommentare oder solche Dinge, sondern nur um Bibelverse zu finden. Ich wollte möglichst viele Bibelverse finden, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben, sowohl in die eine Richtung als auch die andere Richtung. Also zum Beispiel das Thema Versorgung oder das Thema Geld, ja, einmal in die Richtung, was möchte Gott mir schenken und die andere Richtung, was sieht Gott schlechter dran, wo sind die Probleme, wo sind die Fallen, wo kann der Teufel mich irgendwie verführen. Also in beide Richtungen habe ich mir das alles zusammengesucht und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Wort Gottes gelesen und habe das durchforstet und habe nicht primär darauf gesetzt, was irgendein Prediger sagt dazu, ja. Also das kann ich euch empfehlen, ja, such die Verheißungen und stütze dich darauf und gucke, dass dir diese Verheißung niemand stiehlt. So, die Verheißung kann dir gestohlen werden, wenn du dich, ich sag jetzt mal, mit dem Teufel einlässt, also wenn du dich der Sünde hingibst, wenn du also sündige Dinge tust, dann tust du das, was Gott nicht gefällt und das kann dazu führen, dass es Chaos gibt in deinem Leben und der Segen sich verflüchtigt, ja, dir quasi gestohlen wird. Also gehorsam zu sein ist sehr wertvoll. Es geht nicht darum, dass wir, weil wir gehorsam sind, bekommen wir Segen. Nein, wir haben Segen und wenn wir gehorsam sind, dann bewegen wir uns auf dem Weg, den Gott für uns vorgesehen hat und ich sag mal, der Segen kann uns nicht gestohlen werden. Ja, wenn du für Versorgung betest, dann hat Gott für dich einen Weg, wie du diese Versorgung, wie du diesen Segen empfangen kannst. Dieser Segen hat nichts damit zu tun, dass du gut bist, ja, dass du dich gut verhältst, dass du die Dinge richtig machst und dafür bekommst du als Belohnung den Segen. Das ist falsch. Der Segen ist für. Also im Alten Testament lesen wir ja von Gehorsam, ja. Segen kommt aufgrund von Gehorsam. Jesus war gehorsam. Jesus hat den Fluch getragen. Also keinen Segen zu haben bedeutet unter dem Fluch zu stehen. Und wenn ich unter dem Fluch stehe, habe ich keinen Segen. Jesus wurde zum Fluch. Er hat für mich den Fluch getragen. Das heißt, der Segen ist für mich zugänglich, ja. Er ist für mich frei zugänglich. Er ist einfach da. Ich kann mich in diesen Segen bewegen. Aber der Teufel wird mich davon fernhalten wollen, ja. Auch durch Ängste, durch Hoffnungslosigkeit, durch Ohnmachtgefühle. All diese Dinge sind letztendlich Lügen des Feindes, die du glaubst unter Umständen. Wenn du glaubst, in meinem Leben ist jetzt gerade alles schwierig und ich habe keine Hoffnung, dann läufst du dieser Lüge des Teufels auf, weil Gott sagt zu dir, du kannst Hoffnung haben, ich kümmere mich um die Dinge. Aber wenn du
nicht im Glauben auf das reagierst und im Vertrauen, was er dir bereitgestellt hat, wirst du es nicht erlangen. Aber du erlangst es nicht, weil du dich jetzt besonders gut verhältst, ja, oder weil du jetzt besonders gut bist. Nein, alleine Jesus. Aber wir haben letztendlich, glaube ich, einfach Schwierigkeiten damit, diesen Segen zu erhalten, weil eben unsere ganze fleischliche Natur darauf ausgerichtet ist, oder ich sag mal so, unser Herz, ja, unser Herz verdammt uns, unser Herz sagt, das hast du nicht verdient, ja, das heißt, wenn mein Herz mir sagt, du hast es nicht verdient, reagiert das Ego mit, ja, ich muss was hinzutun, ich muss jetzt was dafür tun, und das ist das Ego, ja, wir können aber dazu nichts dazu tun, ja. Wenn wir natürlich sagen, ich muss es im Glauben ergreifen, tue ich ja auch was. Ja, ich glaube, ja, wenn du das als Tun bezeichnen willst, dann wäre es das. Aber wir können nicht aus unserer eigenen Kraft die Dinge in Bewegung bringen, ja, sondern wir, ich weiß, dass die den Geist Gottes haben, verstehen, was ich meine. Und wenn du das noch nicht verstehst, dann bete zum Herrn, dass er dir den Heiligen Geist schenkt, damit du diese Unterschiede erkennen kannst, weil ich glaube, das sind einfach nur Dinge, die man mit dem Geist Gottes verstehen kann. Also Jesus hat für dich alles getragen, er wurde zum Fluch, und unser menschliches Herz verdammt uns und sagt, das kann ich doch nicht annehmen, ja? Ja, weil das Herz genau weiß, ich habe es nicht verdient. Und dann geht's einfach den nächsten Schritt, das müssen wir überwinden, ja? Wir müssen diesen Stolz überwinden und uns demütigen und sagen, ja, ich hab's nicht verdient. Ich hab's nicht verdient. Mein Herz hat recht. Mein Herz verdammt mich. Aber hier bleibe ich jetzt nicht stehen. Ja, ich gehe darüber hinaus, wisst ihr. Und das, ich glaube, dass diesen Schritt zu gehen, dass das auch Gottes Gnade ist. Dass wir das nur mit Gottes Gnade können. Dass wir das nicht aus eigener Kraft können. Dass wir wirklich nur durch Gottes Gnade diesen Schritt gehen können, das zu überwinden und zu sagen, ja, ich hab's nicht verdient, und danke Jesus, dir gebührt alle Ehre, weil du so groß bist und so heilig bist, dann, weil du das alles getan hast, darf ich jetzt in diesem Segen wandeln, alleine aufgrund deines Werkes. Und es gibt so viele selbstgerechte Christen. Wisst ihr, der Herr zeigt mir immer, an ihrer Frucht wirst du sie erkennen. Guck dir an, wovon sie reden. Guck dir an, was sie sagen. Wisst ihr, wenn jemand, der, ich sag jetzt mal, als Christ, ich bin seit jetzt einem Jahr in diesem Vollzeitdienst, ja, ich habe mit wenigen Leuten angefangen. Es war völlig vom Verstand her aussichtslos, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise meine Miete bezahlen kann oder meine Sachen bezahlen kann. Wisst ihr, ich habe nie etwas in Anspruch genommen, ja, vor 2-3 Monaten sagte jemand zu mir, sagte diese Person, also nicht gläubig, na, und wovon lebst du? Wir müssen das ja dann bezahlen. Und dann habe ich gesagt, nein, sage ich, ich habe weder Wohngeld bekommen, ich habe kein Hartz IV bekommen, ich habe vom Staat oder sonstigen Zuschüssen nichts bekommen. Ich habe es alleine mit der Kraft Gottes geschafft und dem, dass Gott Menschen etwas ins Herz gelegt hat und sie in den Dienst investiert haben, ja, alleine dadurch. Es war kein Leben in dieser Überfülle, ja, in diesem Jahr, dass ich sagen könnte, ja, alles, was ich mir irgendwie gewünscht habe, habe ich mir jetzt kaufen können. Es war an vielen Ecken und Enden eng und ist es auch heute immer noch. Aber das, was Gott verheißen hat, das hatte ich zu jeder Zeit. Wir hatten immer zu genügend Essen. Ich konnte immer irgendjemandem was abgeben. Oft habe ich selbst auf Dinge verzichtet, habe andere unterstützt. Ich habe immer meine Miete bezahlen können. Ich konnte immer meine Krankenversicherung bezahlen, die ich ja selbst bezahlen muss, weil ich ja nicht in einem Arbeitsverhältnis stehe. Wisst ihr, es war immer für alles gesorgt. Ja, und das ist wirklich Gottes Gnade. Und ich sehe viele Christen, die das nicht haben. Ich sehe Christen, die brauchen Hartz IV. Ich sehe Christen, die wohnen in weiß ich nicht, ja, 20 Quadratmetern vielleicht, irgendwo in einem Wohnheim. Ja, ich habe hier eine 86 Quadratmeter Wohnung zusammen mit meiner Tochter. Das ist im Grunde genommen, auch wenn vielleicht
bestimmte Dinge mir noch nicht so gefallen, ja, und ich noch in meinem Herzen hätte, das könnte anders sein. Aber dennoch ist es für mich ein Zeichen von absolutem Segen, ja. Ich habe zu Beginn meiner Bekehrung mit Geschwistern gesprochen, die mir gesagt haben, weißt du, ich könnte jetzt von diesem Vollzeitdienst meine Miete nicht bezahlen, wisst ihr? Ich konnte meine Miete bezahlen. Ich habe nicht einmal mit irgendetwas in Rückstand geraten. Und das ist die Gnade Gottes. Aber was braucht es von meiner Seite? Ich bin davon überzeugt. Ich bin total davon überzeugt, dass es in diesem Jahr noch besser hätte sein können, wenn ich an der einen oder anderen Stelle mir vom Teufel nicht hätte meinen Glauben, meine Zuversicht stehlen lassen. Ja, es war oft so, dass ich hoffnungslos war, dass ich alles am liebsten hingeworfen hätte, dass ich gesagt hätte, Herr, ich kann schon wieder heute Nacht nicht schlafen oder ich habe Kopfschmerzen, ich zerbreche mir den Kopf, wie kann ich die nächste Miete bezahlen? Dieses oder jenes, ja, dann muss am Auto was gemacht werden. Also diese Dinge. Und ich bin immer wieder mit meinem Fleisch konfrontiert worden. Aber ich wusste, nein, ich muss durchhalten. Ich halte durch. Gott lässt mich nicht im Stich. Und ich habe mich wieder auf das Wort Gottes gestützt. Und das dauerte immer wieder einen Moment. Und ich habe mich davon erholt. Und ich war dann wieder in der Kraft Gottes. Aber ich bin davon überzeugt, hätte ich mir vom Teufel bestimmte Dinge nicht stehlen lassen, wäre es an vielen Stellen besser gegangen. Aber es ist auch nicht schlimm, ja, weil unterm Strich ist eines klar. Gott war gut, Gott war treu, Gott war gerecht, Gott hat immer für alles gesorgt, er war immer zur rechten Zeit da, er kam nicht zu spät, also er hat immer irgendwie einen Weg gefunden. Und der einzige oder die einzige Schwachstelle in all dem war mein Glaube und mein Vertrauen und mein Mangel darin und der Gedanke, dass ich ja jetzt noch aus eigener Kraft noch dem was hinzufügen muss, was Jesus bereits getan hat. Und ich glaube auch, dass wir alle durch diese Phasen durchgehen. Wenn du dir große Prediger anguckst, also es gibt ja Dienste, die, ich sage jetzt mal, 100 oder 1000-faches oder noch mehr von dem sind, was ich im Moment mit diesem Dienst noch bin, die alle davon sprechen, dass sie diese Phasen hatten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du Geschwister an der Seite hast, die in diesen Phasen nicht anfangen, sich ihre eigene Lehre zu basteln, die nicht anfangen, dir zu sagen, wie ich es die Woche wieder von der Schwester gehört habe, ja, eine tolle Predigt und am Ende ein Satz, ja, aber das heißt nicht, dass Gott nicht will, dass wir krank sind, ja, dass Gott nicht will, dass wir durch Krankheit was lernen sollen. Wisst ihr, es ist ihr eigener Stolz, der sie zu solchen Aussagen bringt. Und das dürfen wir nicht zulassen, ja, weil sie wollen sich nicht eingestehen, dass sie die Schwachstelle sind, dass ihr Fleisch die Schwachstelle ist. Letztendlich setzen sie auf Menschenlehren. Und das, glaube ich, erschüttert sich im Moment gewaltig im Leib Christi. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder diese Phase gerade zu Beginn des Glaubens hat. Ja, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der sein Leben übergibt und bei dem es sofort so ist, dass er in der Kraft Christi wandelt von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, dass es mit dem Maß der Hingabe, ja, wie weit bin ich bereit, mich hinzugeben, es besser oder schlechter aussieht, aber letztendlich haben wir alle das Gleiche bekommen. Ja, wir haben alle das gleiche Maß des Glaubens bekommen. Aber es ist noch nicht freigesetzt. Wie wird es freigesetzt? Die Erkenntnis über die Wahrheit. Wir brauchen das Wort und das Wort wird uns befreien. Es wird uns freisetzen. Und du brauchst dafür das Wort und sonst nichts. Du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst den Vater, der dir die Dinge zeigt und du brauchst Geschwister, die dir dabei helfen, vielleicht in schwierigen Zeiten in der Wahrheit stehen zu bleiben. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Und wenn du dann aber Geschwister hast, die an den Lügen festhalten, also wie es mir ging es ja so, dass ich wusste, dass was da steht, ist die Wahrheit. Und dann bin ich auf Geschwister getroffen und statt, dass sie mich in der Wahrheit bestärken, haben sie
mich in Lügen bestärkt. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. Ich kann doch, was bringt mir das, wenn ich Geschwister habe, die mir permanent sagen, Krankheit muss wohl Gottes Wille sein. Und mittlerweile antworte ich da auch nur noch knapp. Ich meine das nicht böse, ich habe alle lieb, ja, aber ich antworte nur noch knapp und sage, ich werde mir von dir nicht einreden lassen, dass mein Glaube, der definitiv besser ist und der mehr im Einklang mit dem Wort Gottes ist als das, was du dir bastelst, dass das, was du mir sagst, in meinem Leben Einzug hält. Und dann werden sie oft wütend, ja. Aber was ist das? Was ist das für eine Wut? Es ist die Wut darüber, dass etwas Falsches gerade aufgedeckt wird. Also sei offen dafür, dass der Heilige Geist dir die Lügen in deinem Leben aufdeckt, weil es am besten für dich ist. Und lerne Gott kennen und glaube und vertraue ihm. Ja, er ist der große Gott. Ich habe jemandem, den ich echt sehr gern habe, einen Satz gesagt, dass ich, es ist also jemand, der ein großes Sicherheitsbedürfnis hat, dass ich gesagt habe, weißt du, vielleicht wird es für dich Zeit, dass die Person, die du bist, die ohne Sicherheitsnetz oder zweifaches Sicherheitsnetz und doppelten Boden sich nichts traut, einfach mal springt und erfährt, wie der große Gott dich trägt. Ja. Und manche springen vom Beckenrand, manche springen vom Startblock, manche springen vom Meter, manche springen vom 3 Meter und manche trauen sich eben und springen vom 10-Meter-Turm. Ja. Und wisst ihr, es braucht mehr Überwindung, vom 10-Meter-Turm zu springen, wie vom Beckenrand zu springen. Und das ist das, wo Menschen, ich sag jetzt mal, schneller oder langsamer vorangehen, ja, weil einfach sie nach ihrem Maß des Glaubens vorangehen, aber sie gehen sukzessive voran. Anders ist es bei denjenigen, die immer noch an ihrem Leben festhalten, ja, die im Grunde genommen noch gar nicht wirklich hingegeben sind. Von den Menschen, von denen ich jetzt spreche, sind die, die wirklich wollen, ja, die, die wirklich bereit sind und Gott ihr Leben hingegeben haben und die sagen, ich trenne mich rigoros von allem, was irgendwie noch zu meiner menschlichen Natur steht, weil alles, was in mir ist, ist durch und durch schlecht. Und danke, Jesus, dass du für diese sündige Natur bezahlt hast, so dass ich jetzt frei sein kann. Und jetzt will ich auch in dieser Freiheit wandeln und ich will lernen, wie ich gut in dieser Freiheit wandle und ich will lernen, wie ich in dieser Freiheit stehen bleibe und ich will lernen, wie ich schaffe, im Sieg stehen zu bleiben und nicht immer partiell in meinem Leben dem Teufel kleine Siege überlasse. Und diese kleinen Siege, die er da scheinbar gewinnt, die sind eben Siege, die dir den Segen stehlen. Und das ja, da hier hoffe ich, ja, hilft dir dieser Kanal, aber auch den, wir haben ja einen dritten Kanal geöffnet, Claudia Hofer Ministries Podcasts. Dort kommen jetzt alle Audios rein, ja, mögen sie dich stark machen, mögen sie dir helfen. Und der Herr gab mir da den Titel, damit niemand zu Fall kommt, ja, dass wirklich alle stehen bleiben und in dieser Kraft wandeln. Okay, das war die letzte Einheit von der Reihe Jesus liebt dich immer. Ich muss euch ehrlich sagen, morgen früh gibt es das nächste Video. Ich muss jetzt erstmal ins Gebet gehen. Ich habe keine Ahnung, über was ich jetzt morgen früh sprechen soll. Aber das wird der Herr mir, denke ich, jetzt gleich zeigen. Das ist immer so, wenn eine Sache dann abgeschlossen ist, dann kriege ich meistens erst die Tür gezeigt, durch die ich jetzt gehen soll. Ich hoffe, es hat euch Frucht gebracht und ich denke, es ist sicherlich sinnvoll, auch auf dem Kanal Follow Jesus, Claudia Hofmann Ministries, mal all die Online-Seminare zu wiederholen. Das sind ja auch 20 Stück, ja, immer mal wieder sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Macht nicht den Fehler zu sagen, kenne ich schon, ja, kenne ich schon. Ich habe das bei mir gemerkt, als ich die Bibel das erste Mal komplett durch hatte, schlich sich plötzlich sowas ein wie, naja, kenne ich schon, jetzt habe ich sie ja ganz gelesen, jetzt weiß ich, jetzt kenne ich. Nein, das müssen wir wegschieben. Der Herr will immer zu uns sprechen und es ist gut, Dinge zu wiederholen, immer wieder. Das hat auch Paulus gemacht. Er hat gesagt, ich werde nicht müde darin, euch immer wieder die gleichen Dinge zu sagen, weil es nötig ist, weil es wichtig ist. Nicht, weil ihr dumm seid oder weil ich euch herabsetzen will, sondern weil ich weiß, dass der Teufel eine Freude daran hat, diese Dinge zu stehlen. Und ich selbst muss mich immer wieder damit beschäftigen. Ich immer, 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 immer. Und ich weiß, dass es wichtig ist. Ja, ich weiß, dass es wichtig ist, immer wieder die Evangelien zu lesen, immer wieder die Briefe zu lesen
Und wenn ich merke, okay, im Moment habe ich wieder so eine Phase, dass ich nur punktuell Bibelstellen mir anschaue, dass ich weiß, so, jetzt ist mal wieder wichtig, dass ich mal die ganzen Briefe lese von Anfang bis Ende. Also lasst euch vom Heiligen Geist da auch wirklich überführen, ja. Werdet nicht selbstsicher. Selbstsicherheit ist gefährlich. Es ist nicht von Gott, ja. Wir sollen sicher auf seinem Weg wandeln, ja, aber nicht auf unsere eigene Selbstsicherheit setzen, die fleischliche. Und da wird der Teufel euch immer wieder hinziehen wollen, ja. Seid da also vorsichtig. Das ist für uns genauso wichtig wie für alle anderen auch. Ja. Gut. Also, lass dich nicht bestehlen, ist so die Kernbotschaft von heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ja, das Arbeitsbuch findet ihr auf der Seite im Shop oder bei Amazon. Da könnt ihr euch dann Notizen machen. Ja, entscheidet selbst, was jetzt für dich als nächstes dran ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Shalom.